sind die Athletinnen mit einer Körpergröße über 1,69 Meter. Und hier haben wir 20 Teilnehmerinnen, 20 Athletinnen, die sich qualifiziert haben für die internationale deutsche Meisterschaft. Und bei so einer großen Anzahl, da müssen wir eine Eliminationsrunde machen. Eliminationsrunde heißt, dass in der ersten Runde die Athletinnen reduziert werden auf die Top 15. Das heißt, 5 Athletinnen haben nur einen sehr kurzen Bühnenauftritt und 15 kommen in die nächste Runde. Für die Kampfrichter der Hinweis bitte, auch wenn nur 4 Athletinnen nicht in die Top 15 kommen, trotzdem bitte 15 Kreuze bitte auf dem Wertungszettel machen, dass die Rechner sich leichter tun. Also 15 Athletinnen ankreuzen, die eurer Meinung nach in die Top 15 sollen. Danke. Wir kommen zur Vorstellung der Athletinnen und starten mit der Nummer 24, Alesa Buschewei vom Olymp Fitness Center Düsseldorf. 36, Kira Schmitz, Team Strong Angels. 37, Anna Leis, Rantchen von Koloristik Sportun. 38, Jelena Rubina vom Body M Fitness. 39, Tamara Wurzinger vom Team Fit Giant. 40, Nicole Struss-Sendatz von Eisen macht schön. 41, Stefanie Kiewit vom Vitalis Fitness Center. 42, Nicola Schwarz, Johann Body Shop in Nürnberg. 43, Alina Keck vom Gym Room Hamburg. 44, Mascha Stutz von der Sportnahrung Engel. 45, Christina Holtmann vom Vitalis Fitness Center. 46, Annalena Schöler von Kulturistik Sportun. 47, Inessa Templin vom Vitalis Fitness Center. 48, Cynthia Kovac vom Smash Fitness Park. 49, Laura Ilenfeld vom Velja Fitness. 50, Silke Döring vom Athletikteam Nemesis. 51, Sabrina Rother von Aktivsport. 52, Monique Lucius vom Body Gym. Die 53, Maya Kaori Schnittger von der Nutrition Lounge. Und die 54, Carmen von Werton vom Fit One in Nürnberg. Hui, da stehen einiges auf der Bühne, würde ich sagen. 20 tolle Athletinnen. Und ich wiederhole, wie eben angesprochen, es müssen die Top 15 in dem Falle in der Eliminationsrunde ermittelt werden. Es ist natürlich immer sehr hart für die Athletinnen, wenn man in der ersten Runde schon ausschalten muss. Aber da möchte ich immer ins Gedächtnis rufen, die Athletinnen, die hier stehen, sind ja alles schon Siegerinnen, qualifizierte Athletinnen, die bei ihren Landesmeisterschaften hervorragend abgeschnitten haben, die Top-Platzierungen gemacht haben, die sich hier für die internationale deutsche Meisterschaft qualifiziert haben. Das heißt, wenn man es genau nimmt, haben wir hier nur Sieger auf der Bühne stehen. Aber jetzt gilt es halt, ja, sozusagen die Kirsche auf dem Sahnehäubchen zu ermitteln. Die beste Athletin Deutschlands in der Bikini-Fitnessklasse 1, 2 und 3. Den Ablauf kennt der aufmerksame Zuschauer mittlerweile. Auch hier werden die Athletinnen verglichen in numerischer Reihenfolge. Viertel Drehung nach rechts. Rücken an sich. Vierteldrehung, Seitenansicht.
und bitte nach vorne. Sechs Athletinnen. Das ist wirklich Arbeit, Schwerstarbeit für unsere Kampfrichter. Deswegen wird auch während den Vergleichen von mir nicht dazwischen gesprochen oder viel erzählt, sondern da muss wirklich die volle Konzentration bei den Kampfrichtern sein, auf der Bühne, auf die Athletinnen. Und deswegen dann auch währenddessen keine dummen Sprüche oder Moderationen. Viertel drin nach rechts. Sehr schön, hoch. Nimm jetzt auch, hinter noch. Rücken an sich. Schön breit. Aufrichten die Nüsse. Viertel drin nach rechts. Und noch vorne. Guck auf die Beine. Guck aufs nach rechts. Rückenansicht. Viertel drehen nach rechts. Und nach vorne zur Frontansicht. Vielen Dank, meine Damen. Das war die Eliminationsrunde in der Kategorie Bikini Fitness 3. Bitte hinter der Bühne bereithalten für die Bekanntgabe der Top 15.